Hallo und willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Force Unleashed. Castamperatus ist tot, mein Meister. Dann bleibt nur eine Prüfung. Ich bin schon bereit. Nein, du hast einen Greis und einen Verstoßenen besiegt. Du musst dich einem wahren Jedi-Meister stellen. Wem? Meisterin Shaak-Ti, eine der letzten vom Rat der Jedi. Du brauchst alle Kraft der dunklen Seite, um sie zu besiegen. Ja, mein Meister. Attentäter. Hat Vader uns gefunden? Vielleicht. Maris, hol deine Sachen und verstecke dich, wie wir es geübt haben. Kehre nicht zurück, bis ich dich rufe. Aber Meisterin, ich habe darauf gewartet. Lass mich kämpfen! Nein, ich führe den Attentäter allein in die Ahnenschlucht. Du kannst nicht gegen einen Sith kämpfen. Es wäre dein Ende, Maris. Wir gehören zu den letzten Jedi. Durch uns überlebt der Orden. Ich lasse nicht zu, dass die Sith dich fangen oder vernichten. Maris, bitte, geh zum Friedhof und warte auf meinen Ruf. So. Nein, sie wurde nicht verdorben. Noch nicht. Sie hat nur Angst. Möge die Macht mit dir sein, Maris Brood. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Planeten Felucia. Ein ziemlicher toller Anfang. Ein ziemlicher Pilzplanet oder Pflanzenplanet, wie man es auch immer sehen will. Für mich sieht es aus wie Pilze. Mit unsichtbaren Wänden. Natürlich ist es da natürlich keiner gewesen. Und ja, du hast den Rückschuss, den verwende R, halten und E, um deinen Gegner mit A. Ah, das ist diese Attacke, okay. Ich spüre sie, die Macht ist stark bei ihnen. Ja, die Felucianer natürlich, die Einwohner des Planeten, die da jetzt auch gerade rausgekrochen kommen, haben glaube ich auch Saugnäpfe an ihren Armen. Ein Jedi. Ja, damit können sie halt so an Wänden umherklettern. Felucia ist ja auch bekannt aus Clone Wars, da kommt er ab und zu mal vor, verdammt. Warte mal, welche Taste war das genau? Die war das. Das ist der Rückstoß, den wir gerade eben erlernt haben. Deswegen zum Beispiel haben sie den Jedi Fallen Order deutlich besser dargestellt mit den Fähigkeiten erlernen, weil man da eben die Fähigkeiten noch aktiv lernt, tatsächlich. Und nicht irgendwie einfach so plötzlich hat. Ja, ich weiß, dass der tot ist. Wie gesagt, Clone Wars. Eine Serie, die die meisten ja eigentlich relativ geil finden. Ich persönlich finde sie auch relativ geil. Ich gucke sie zwar jetzt nicht mega aktiv, aber so am Abend mal so ein, zwei Folgen kann man doch mal machen. Ah, das war diese Stelle hier. Ich kann mich auch noch dran erinnern, da habe ich damals ewig dran gesessen. Weil ich einfach nicht den richtigen Weg gefunden habe. Wir müssen halt hier nur irgendwie hochkommen. Zwischendurch gibt es noch ein paar Holocons, die wollen natürlich auch noch größtenteils alle holen. Ach du Scheiße, oben ist auch noch eins. Ah, das wird ein Spaß. Und ich gehe davon aus, dass wir mindestens einmal sterben werden. Da hinten ist das Ziel, ich denke mal, das ist wahrscheinlich ganz oben. Okay, da oben ist eins, da versuche ich mal zuerst hinzukommen. Hier diese blauen Felucianer, das sind die Krieger. Steht ja auch da oben. Das und ja, von denen haben wir bisher auch nur welche gesehen. Es gibt natürlich auch noch die Häuptlinge, es gibt noch die Schamanen, es gibt noch die Reiter und ich glaube, die werden wir auch alle noch sehen. So, aber erstmal nur die Krieger hier. Das wäre so eine blöde Pflanze, die wieder ankotzen wird. Thank you.
Zack, einmal schön reinstechen. Aber kannst du auch noch nicht aufladen. Jetzt habe ich natürlich extrem viel Macht verbraucht. Jetzt habe ich auf einmal gar keine Macht mehr. Okay, da unten ist ein Holocron, das hole ich mir direkt mal. Und da wäre ich auch schon wieder nach einem kleinen Absturz. Das erste Mal, dass das Spiel jetzt in der Session abgestürzt ist. Die philosophianische Nacktschnecke, okay. Lol. Ekelhaft. Okay, scheint sonst nichts mehr zu sein. Ich gehe wieder nach oben. Okay, sind wir hergekommen. Versuche ich mal als nächstes das da oben zu kriegen. Okay, wie komme ich da jetzt am besten hin? Ich glaube, wenn ich einfach hier weitergehe. Ja. Bitte, komm, spring. Ich hätte gerne mal so eine Saugnäpfe. Kann ich einfach schön hier überall hinrennen, wo ich will. Ab. Wie ihr wahrscheinlich merkt, das hin und das einfach runterschmeißen ist eigentlich eine Attacke, die ich eigentlich mal sehr gerne mache. Geht schnell und ist einfach. So, jetzt will ich ganz gucken, hier auf diesen Dinger war doch irgendwo auch ein Holocron drauf. Jetzt weiß ich gerade nicht wo. Ja, der ist tot. Das glaube ich. Das glaube ich auf jeden Fall, dass der tot ist. Schaden gesteigert. Okay, ist klar. Das kann man natürlich auch mal gut gebrauchen. Okay, da hinten ist das Holocron. Aber da nicht zwei? Hier muss eigentlich noch ein zweites sein. Ich glaube, das ist weiter oben, ne? Kamera! Jetzt muss ich die falsche Taste drücken. Ja, es ist tatsächlich weiter oben, alles klar. Okay, wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Hier ist auf jeden Fall noch ein Zifolokron. Ah, Gesundheitsentzugsaura. Das ist eigentlich meine liebste Fähigkeit, wenn man das schön für Leben kriegt. Oder eben Leben entziehen kann aus den Gegnern. Und man so gesehen eigentlich auch nicht sterben kann. So gesehen eigentlich besser als Unverwundbarkeit, wenn man hierdurch tatsächlich noch Leben kriegt. So, komme ich da irgendwie hoch? Oder falle ich da nur wieder runter? Ich probiere es mal aus. Ich hoffe, dass die Kamera mitspielt. Nein. Komme ich jetzt hier? Instabiler roter Lichtschwerkristall. Kamera! Man muss tatsächlich immer nach unten drücken. Weil sonst sich die Kamera verstellt. Das ist echt nervig. Ich habe falsche Taste gedrückt. Ich weiß nicht, warum ich immer Q drücken will zum Sprinten. Ich weiß es nicht. So. Ich hoffe, das war jetzt nicht dumm, dass ich gerade meine Macht verschwendet habe. Ich hoffe, das ist nicht zu leise, weil das gerade, glaube ich, extrem leise war. Ich glaube, ich gehe nochmal ganz kurz bei der Sprachlautstärke noch ein bisschen hoch. Das hört man, glaube ich, fast gar nicht. So, aber ich will auch nicht zu hoch gehen, weil damals in dem damaligen Let's Play war es eine, jetzt ist viel zu laut. Da hat man wirklich mal gar nichts mehr verstanden. Oder man hat nichts mehr von dem anderen verstanden. So, das hier ist ein Schamane, den habe ich jetzt gerade schon besiegt. Der schützt die anderen. Das heißt, wenn ich den Schamanen nicht besiege, dann kann ich die anderen so gesehen auch nicht besiegen. Ich glaube, unter irgendeinem von den Dingern war, glaube ich, ein Holocron versteckt. Ich weiß noch nicht genau, welches das war. Okay, das Holocron ist in dem Fall da hinten. Nein, 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 raus da, raus da. Raus aus dem Sumpf. So. 10 Machtpunkte verdient. Autsch. Dass jetzt hier Holocron wäre, das wäre ein bisschen unrealistisch. Gut, wir hatten auch schon einen Raum gehabt, da waren 3 nebeneinander auf Rexus Prime. Hier könnte noch was sein. So auffällig hier. Nö, hier ist nichts. Zumindest habe ich jetzt auf die Schnelle nichts gesehen. Da geht's lang. So, jetzt muss ich nicht nochmal in den Sumpf fallen. Das wäre sehr vorteilhaft. Ich glaube, unter irgendeinem von diesen Teilen war ein Holocron. Es kann aber auch sein, dass es erst später kam. Ah, wusste ich's doch, dass da irgendein von den Teilen ist. Okay, kann ich nicht besiegen. Ist irgendwo noch ein Schamane. Perfekt, aufgestiegen. Ah, da ist der Schamane. Warte, bevor ich jetzt mit das Holocron greife, will ich ihn mal ansehen. Sieht so aus.
unbegrenzt Macht Energie, das ist natürlich auch nicht schlecht jetzt. Also ich lange nicht, dass ich trotzdem in den Sumpf rennen darf. Oder sollte. Gut, dürfen tue ich grundsätzlich alles, aber ich soll es jetzt natürlich nicht machen. So, die beiden waren jetzt mal eins, dass wir uns den Krieger auch nochmal anschauen können. Sieht so aus, ziemlich hässlich. Gut, später sehen sie noch hässlicher aus, das kann ich euch schon mal verraten. So, du hast da noch was versteckt. Ihr könnt natürlich überall was versteckt sein, deswegen will ich immer mal wieder schauen. Wo ich ja schon mehr was gesagt habe, das ist ja nicht unbedingt mein Ziel. Da oben könnte auch was sein. Ne, jetzt nichts. Da rutscht man nur weg. Auf diesen komischen muffinartigen Plattformen. Ah, da ist noch eins. Kann man schnell mal übersehen mit dem Licht da an der Seite. Okay, mach kaum. Was bist du denn für ein ekelhaftes Viech? Wieder so eine Schnecke. Diesmal mit Haus. Und ich mag die Hausschnecken ja allgemein lieber. Was sind das denn für eine Pflanzen? Die kenne ich eigentlich nur aus Atlantis. Okay, da ist wieder so. Ah, da ist sogar ein Häuptling. Der ist nämlich gelb. Wie siehst du aus? Riesig dick und fett. Autsch. Ich will den Häuptling anschauen. Ja, total behaart. Und du fällst mal schön darunter. Achso, ist ein Stein. So. Begib dich zur Ahnenschlucht. Da sollen wir ja auch hin, weil da ja Shakti ist. Oh. Ja, ich glaube, ich muss tatsächlich den Ton noch mal ein bisschen lauter machen, weil das hört man halt echt fast gar nichts von diesem ganzen Quatsche hier. Aber ich mache es nur noch einen lauter, weil ich will echt nicht, dass es nachher zu laut ist. Das nervt sonst irgendwann. Ein Rancor. Die Frage ist jetzt hier, was hat dieses Sifolokron? Schaden gesteigert. Oh, das ist perfekt. Kann perfekt gegen den Rancor einsetzen. Ah, fast die Quicktime-Sequenz verpasst. Ah, fast verdrückt. So, perfekt. Den Rancor schön mit dem Sifolokron besiegt. Eins von vier Rancor. Oh Gott. Es gibt vier davon. Also drei weitere müssen wir noch besiegen. Ach du Scheiße. Die Frage, sind die jetzt alle hier oder sind die woanders? Weil jetzt sehe ich hier keine. Und ich glaube, die kann man auch nicht so leicht übersehen. So, das habe ich natürlich nicht übersehen, das Holocron. So, wo geht's denn überhaupt weiter? Da geht's weiter. Hier ist irgendwo ein Schamane. Ich glaube, wegschmeißen kann man die, glaube ich, trotzdem. Ich glaube, die respawnen dann. Okay, du bist ein Häuptling. Du wirst aber auch noch geschützt. Okay, dass der Schamane den Häuptling schützen kann. So, nehme ich das Teil mal mit. Unbegrenzt Machtenergie, jawoll. Schön durchblitzen. Nein, du sollst ihn aber auch anvisieren. Spiel hier auf zu lenken. Ich will nicht, dass du wieder abstürzt. Haut, schau ab. Der blöde Häuptling liegt ja immer noch. Nein, ich habe keine Macht, verdammt. Nein, ich will nicht die Pflanze schmeißen, ich will den Gegner schmeißen. Ich will die eigentlich in die Pflanze schmeißen. So, machen wir es eben so. Groß blocken können sie die Macht eh nicht. Ah, jetzt. Tschüss, Häuptling. Hat mich lang genug genervt. Aber die Dinger respawnen ja sogar. Okay. Ist auch noch ein Holocron versteckt? Nein, hau ab. Arsch. Die Geräusche finde ich immer geil. Mara. Okay, das Holocron ist aber echt nicht zu übersehen. Also wer das übersieht, hat glaube ich was mit Augen. Das kann ich nicht mal nehmen. Doch, kann ich. Das hat es nur wieder nicht anvisiert.
Das ist der Schamane. Ey, teleportier dich doch nicht. Okay, da oben ist ein Holocron. Wo sind wir jetzt hier? Oh, da ist der nächste Rancor. Ich weiß mal das Holocron. Das andere auch gleich mit. Oh, sogar noch mehr Rancor. Ah, guck mal hier, einen Rancor mit Reiter sogar. Die Viecher, die nerven. Autsch. Komm, steh auf. Ich kann nichts dafür, wenn mich der nächste noch beschmeißt. Oh, verdammt. Ja gut, das war jetzt auch unfair. Ich konnte nicht aufstehen. Das finde ich immer doof bei dem Spiel. Das ist immer so lange doof, bis der aufsteht manchmal. So, Holocron haben wir immerhin. Nein, ich will nicht die Pflanze angreifen. Ich will den Rancor angreifen. Wir wissen natürlich, dass der Grüne auch noch hinterherkommt. Genau, das wollte ich eigentlich machen. So. Ich kann schon finishen, perfekt. War schon mal ein Problem weniger. Man kann die, glaube ich, theoretisch auch, wie damals schon mal gesagt, so besiegen. Aber, also dass man es einfach durchblitzt. Aber so finde ich es mal ein bisschen geiler. Sieht ein bisschen schicker aus und ist ein bisschen komplizierter. So, 2 von 4 und Aufstieg auch. Ich weiß gar nicht, ob die Bonus-Ziele gespeichert bleiben, wenn man... Er stirbt. Das ist aber wieder so ein Tod, da kann ich eigentlich nicht wirklich was gegen machen, weil wenn er mich da runterschmeißt und der nächste Gegner schmeißt mich noch mit was ab. Ah, das ist ein Holocron. Und das ist noch ein Rancor, oh Gott. Was ist das? Gesundes Entzugsauer. Oh, perfekt. Das kann ich perfekt mal gegen den Rancor einsetzen. Ich hoffe, das geht auch. Okay, der scheint nicht dazu zu zählen. Autsch. Ich muss die mal angreifen, weil sonst dann kann ich den schön neben entziehen. Selbst wenn die mich total rumschmeißen. Ich verliere kein bisschen Leben, weil... Was hab ich jetzt bitte getroffen? Ach, von dem scheiß Häuptling da unten. Ja komm, lass mich bitte wieder aufstehen. Das ist unfair sonst. Ah, kann ich mich sogar bewegen beim Blitzen. Ah, wir können ihn schon finishen? Oh, perfekt. Umso besser, kann die Macht gleich wieder aufladen nebenbei. Natürlich beim Finishen braucht man natürlich keine Macht. So, dem hier können wir wieder mit den Blitzen finishen. Der andere war ja mit Lichtschwert. Wie viele Blitze wir so machen können auf einmal. So, 3 von 4, da hinten ist der vierte. Autsch. Okay, die Rancor, die Reiter, die sehen so ein bisschen aus wie die... Wie die Häuptlinge. Dahinter hoppt die hinten, der nervt mich die ganze Zeit noch so ein bisschen. Der lebt immer noch. Der hat schon ganz schön was aus, der Häuptling. Aber wenn ich mir so überlege, für Häuptlinge hier besiegen, muss es ja auch ganz schön viele Stämme geben. Von den Philozianern, denn ich gehe mal davon aus, dass jeder Stamm nur ein Häuptling hat. Können wir den schon finishen? Jawohl. Und dann Blitze. Jetzt nicht verpassen. Okay, das wieder hier. Das habe ich mir fast gedacht. Das ist wieder dieser Finisher als bei dem hier. So. Perfekt. Das ist der Reiter noch. Ja gut, das sieht ein bisschen anders aus, ein bisschen kleiner. Aber hat eine sehr große Ähnlichkeit. Also auf sehr viele Gegner hier, ne? Das Holocron da oben würde ich mir auf jeden Fall noch holen. Ach, scheiße, auf Ruhe ist es einfach so. Krieg ich auch direkt zumindest wieder volle Macht. Dann ist der scheiß Schamane, der mich die ganze Zeit genervt hat. Oh, jetzt noch eins. Perfekt. Ja, du trötest jetzt hier nicht rum. Nochmal 10.000 Machtpunkte. Der andere lebt ja auch noch.
war das denn hier? Warte mal. Geil. Ist ein bisschen aus wie ein Penis, aber auch egal. Ja, der ist tot, das glaube ich. Ja. Okay, neuer Abschnitt. Die Folge Star Wars The Force Unleashed ist damit leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich kannst du auch meinen Kanal abonnieren, dafür einfach in die Mitte klicken. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und von daher bleibt nur noch zu sagen, möge die Macht mit dir sein. Ciao.